herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Sieht ganz gut aus. Doch. Gefällt mir tatsächlich immer noch sehr, sehr gut. Voll schön. Können wir so lassen. Perfekt. Gut, dann gucken wir mal weiter. Also, wir lassen jetzt hier was. Lass mich hier nachdenken. Da, genau. Wir wollten nochmal ein bisschen gucken. Das ist hier. Das ist da. Das ist näher dran, theoretisch, ne? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Also das sind die hier, okay. Das sind alles die und das ist... Ist alles so weit weg, ne? Der ist näher, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Naja, dann komm hier, mach einfach mal. Schicken wir dich auf Reisen. So. Gut. Also bisher läuft alles nach wie vor recht entspannt. Also von der Menge kann ich mich jetzt tatsächlich nicht beklagen. Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge festgestellt, dass das alles echt wahnsinnig viel ist. So. Hier hinten. Ja gut, Gold und Marmor, das kommt dann jetzt natürlich auch alles erst. Das dauert noch einen Moment. Ja, gut. Dann gucken wir mal auf der Seite so ein bisschen weiter. Wir haben ja hier so ein Stück weit angefangen. Da ist ja genau eine Eisenschmelze, die wir ganz spontan mit dazu gebaut haben. Jetzt gucken wir mal. Also vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir hier hinten so einen kleinen Wald hinbauen. Das ist bloß die Frage. Mensch, ich würde wirklich gerne anfangen, ne, mit dem Kloster. Dass ich hier endlich den Wein... Ich denke, im Moment ist das für mich tatsächlich das Einfachste, damit ich abschätzen kann, wie ich weitermache. Indem ich hier endlich irgendwo anfange, den Wein wegzubauen. So, jetzt machen wir hier erstmal wieder Einwanderung deaktivieren. Dann schaue ich mal, ob hier hinten alles läuft. Da sind überall Leute drinnen. Das ist alles perfekt. So, hier sind noch zwei Leute, die fehlen. Die können damit nein. Da ist der Brunnen. Das sollte alles so passen. Gut. Dann schaue ich mal jetzt hier. Fisch, Geflügel, Gemüse, Beeren. Das ist alles relativ nah. Das heißt, wir können schon im Prinzip hier... Oh, so weit weg. Okay, ne, dann machen wir einfach nochmal einen neuen Marktplatz. Ist ja wurscht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Einfluss hat. Wie gesagt, ne, dass wir dann hier nochmal einen Stand hinstellen. So. Ja. Und dann können wir auch mal... Dann bauen wir hier einfach so ein bisschen... das da auf. Dann können wir hier auch so ein paar Fässer hinbauen. Warum nicht? So. Ich glaube, mehr wird auch schwierig, ne? Gemüse, Apfel, Wagen mit Käse, Geflügel, Wagen mit Fisch. Aber was haben wir jetzt da? Beeren haben wir. Brot bauen wir jetzt gerade. Fisch haben wir schon. Geflügel haben wir. Eier brauchen wir nicht so. Gemüse haben wir. Apfel und Käse. Ja gut, Käse könnte man tatsächlich nehmen. Wobei Käse relativ weit weg ist, ne? Also ich denke, das ist mir tatsächlich zu weit weg. Nee, das lassen wir. So, das wird jetzt gebaut. Wo habt ihr denn eigentlich euer Lager? Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Du bist Baumeisterin. Okay, aber ich bräuchte eigentlich mal jemanden von den Marktleuten. Händler. Arbeitsplatz. Okay, das ist... Aber wie
Wo holen die sich die Waren her? Das ist so ein bisschen... Ah, guck mal. Die wäre jetzt... Nee, ist ein Träger. Ein Träger, das ist der, der das baut. Hm, okay. Heißt aber so oder so, wir brauchen hier definitiv eigentlich nochmal ein kleines Lager. Für die ganzen Sachen, ne? Muss ich mal gucken. Das wäre jetzt halt ja nicht das, was wir gern bräuchten und hätten. Ich meine, das sieht halt, würde relativ komisch ausschauen, wenn ich das hier so hinpapp, ne? Oh, Scheibenkleister, das ist jetzt natürlich so ein bisschen blöd. Aber mit den ganzen Kisten arbeiten, weiß ich nicht. Ob mir das so gefällt, wenn ich jetzt hier so Kisten hinbaue. Aber gut, auf der anderen Seite, ne? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Also, wir können hier schon mal einen Träger reinmachen. Wir brauchen Beeren, Geflügel, Gemüse und Fisch. So, das sind die vier Sachen. Dann muss nur der da ein bisschen weiterlaufen. Dann brauchen wir hier nochmal ein Lager. Und zwar einmal das da. Oh, weißt du was? Wir machen es anders. Warte. Wir gucken mal hier. Was wird denn am besten gekauft? Fisch. Pass auf, dann machen wir hier. Statt Beeren machen wir hier zweimal Fisch rein. Und hier auf der Seite, in dem Marktplatz, kommen dann die Beeren. Das ist ein bisschen... Warum habe ich das so rumgebaut? Das ist doch totaler Quatsch, oder? Weil eigentlich ist hier die Beereninsel. Wir müssen so wahnsinnig weit laufen. Gut, hier wären noch Beeren. Also hier kommt auf alle Fälle auch noch ein kleines Beerenparadies hin. Das, oh ja, die nehmen auch richtig ab, ne? Das ist gar nicht gut. So, jedenfalls brauchen wir hier einmal die Beeren und das Brot. Ich denke, das passt dann soweit. Dann muss der hier bloß ein kleines bisschen länger laufen. Und dann halt brauchen wir hier dann die Klamotten. So, pass auf, jetzt machen wir hier einmal und zweimal. So, dann haben wir das alles eingeteilt. Jetzt muss ich kurz Pause machen, weil ich will ja jemanden befördern. Ich mache jetzt meinen ersten Burger. Ob das passt oder nicht. So, zweimal Brot, zweimal Beeren. Dann müsste das auch ganz gut passen. So, und hier kommen dann eben halt die Klamotten rein. Und dann noch, ich glaube, als erstes machst du Kerzen. Nee, als erstes machst du Haushaltswaren. Wir könnten aber auch Schuhe nehmen. Wobei ich die Schuhe, glaube ich, auf der anderen Seite verkaufe. Keramik. Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, das müssen wir dann mal gucken, ne? Ich denke, wir werden als erstes Haushaltswaren machen. Dann machen wir hier noch Haushaltswaren mit dazu. Na gut, das wäre natürlich jetzt mal ganz praktisch, wenn du hier hinten, ne, da hast du Eisenproduktion. Da könnte man so richtig nochmal loslegen, ne? Hier. Dann machst du Eisen und den Wald, den nutzt du tatsächlich einfach auch als Kohleproduktion oder was, ne? Es ist halt... Klar, unser Lager ist wahnsinnig voll, ja, um Gottes Willen. Aber die Leute laufen halt ewig, ja. Das ist halt nicht cool. Ich meine, Holz würde vielleicht sogar gehen und Kohle, ne, vom Weg her. Mhm. Aber wenn ich jetzt überlege, ich baue jetzt, weiß ich nicht, hier einen Haushaltswarentyp hin, der muss da hinten hinlaufen, ja, also der muss hier lang laufen und da lang oder vielleicht läuft auch da lang und dann über die Brücke und dann da lang und dann irgendwo hier in ein Lager und dann wieder zurück. Das sind halt ewig lange Wege, ne? Ich finde das nicht gut. So, Beförderung. Das sind jetzt die ganzen... Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Aber im Prinzip haben wir hier irgendwas dabei. Nö. Perfekt, keine Arbeitslosen. Zack, alle befördert. Ja, können wir auch gleich gucken, ob wir noch neue Häuser brauchen. So, und dann schlage ich vor, unser Vogt wird dann zuerst befördert. Zack. So,
Und ich will auch gar nicht mehr. Ich will wirklich erstmal nur die Möglichkeit haben, die ich jetzt nicht habe. Wieso ist das jetzt? Hä? War der noch kein Vogt, kein Bürger? Bin ich jetzt blöd? Tatsächlich, der war noch gar kein. Ups. Hoppala. Na gut, dann machen wir unseren ersten Träger einfach. Warte mal, wo ist dein Zuhause? Da ist dein Arbeitsplatz. Ja, dann wird unser Träger the number one and only. Oder wir nehmen einen von den Baumeistern. Das ist eigentlich noch eine coolere Idee. Das war unser erster Baumeister, würde ich sagen, ne? Dann herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt dann da. Oh, wir bräuchten 10 für die Haushaltswaren. Also die Häuser ändern sich ja nicht, ne? Die Häuser müssten ja gleich bleiben. Bin ich der Meinung. Dann ist es ja tatsächlich... Aha. Dann machen wir das so. Ich will hier jetzt gleich mega voll krass bauen. Wir machen das direkt am Anfang mit den 10, weil ich... ja gut, wir könnten aber auch... Salz ist Luxus, ne? Nee, bevor das dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt, warte mal. Jetzt müssen wir hier... Luxus. Den müsste man eigentlich so hinstellen, ne? Naja. Nicht ganz so praktisch, aber gut. So. Jetzt lassen wir das... Nee, wir lassen das erstmal die erste Runde. Das ist okay. So, es gibt ja viel zu tun, ne? Wir haben jetzt hier Glashütte. Wir müssen die Goldschmiede und sowas alles bauen. Also das... Ja. Machen wir mal wieder an. So, Glashütte. Die machen doch hier, ne? Ach, hier ist bloß einer drinnen. Okay, aber das ist nicht schlimm. So, eine Glashütte. Ich würde die jetzt hier auf den freien Platz hinstellen, weil das einfach, denke ich, ganz gut passt. Hier ist einfach noch genügend Platz. Stört nicht. Macht keinen schlechten Einfluss. Das ist in Ordnung. Kleines, großes Haus, Bürger. Das ist auch alles noch da. So, dann hätten wir das. Ne, dann gucken wir mal hier. Ich glaube, bei Nahrungsmitteln ist eigentlich nichts mehr da, ne? Ne, da kommt nichts mehr. Warenproduktion. Genau, Goldschmiede und Juwelierswerkstatt. Die machen wir natürlich dahin. So, die muss irgendwie hier hin. So, pass mal auf, jetzt mache ich das aber mal weg, weil hier ja ein Zaun ist. Und im Notfall schmeiße ich da noch eine Mauer rein oder sowas. Müssen wir mal gucken, ob das dann... wie das ausschaut mit einer Mauer. So, dann machen wir das hier so ein bisschen parallel hin. Ich hoffe zumindest, dass das so einigermaßen passt. Und dann arbeite ich natürlich gerne mit dem Rot. So, ich hätte gerne, dass die nämlich hier so lang laufen. Geht das so? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Weil eigentlich wird doch... Wo ist der grüne Pfeil jetzt hin? Einmal kurz. Oh. Hallo Mönch. Ja, genau. Dankeschön. So, jetzt nochmal. Also... ich würde ja eigentlich schon gern, dass die hier... Warte mal, nee, das muss ich anders machen. Da soll der Weg hin, ne? Dann machen wir das hier. So. Okay? Genau. Und hier kommt jetzt dann die Goldschmiede hin. Es sieht, man sieht halt nicht wirklich, wo hier die grünen Pfeile sind, ne? Müssen wir das doch so hinmachen. Vielleicht. Weißt du was, ich lasse es einfach mal so und entweder bauen sie es dann
gegenüber von dem roten oder gegenüber vom Lager. So. Aber das sollte jetzt passen. Gutes Lager ist voll, ja. Okay, krass. Naja, der kommt hier kaum hinterher, ne? Keine Projekte. Ja, ich weiß, ich müsste mal irgendwann anfangen, einen von diesen, diesen einen Brunnen zu bauen, ne? Was ist das denn? Ach so, das ist ein gelber Pfeil. So. Na siehste, das passt doch. Okay, Marktplatz gebaut, sehr schön. Haben wir denn schon... Jetzt müssen wir mal gucken, Ressource zuweisen. Edelsteine? Ha, guck da, Salz, Gott sei Dank. Kräuter? Ach Mensch, die Haushaltswaren ist ja gar kein Luxusgut, sondern das ist ja eine zweite wie Kleidung. Waren. Ah, hoppala. Das, ja, habe ich wohl verpeilt, würde ich mal sagen. So, jetzt fehlt mir hier bloß... die müssen sich jetzt ihre Klamotten also tatsächlich holen, ne? Das ist dann schon blöd, weil das ist, glaube ich, gar nicht so... einfach. Ich glaube, das ist alles relativ weit weg. So, dann müssen wir bloß gucken, was wir halt warten, bis nochmal ein Träger übrig ist. Und dann können wir hier nämlich Klamotten... Ach Mist, Salz gehört zum... Ja, pass auf, da machen wir hier Salz rein. Müsste an Luxusgütern ja eigentlich reichen. Das da. Und dann kommen hier auch die Haushaltswaren mit rein. Na gut, ist halt der Nachteil, wenn du jetzt Salz nimmst, dann brauchst du halt Platz. Im Ressourcenlager, also im Lebensmittellager. Naja. So. Dann sollten wir das Fenster mal vielleicht so ein bisschen beiseite tun, sobald halt einer da ist. 2 Tage. Sie sollten also eigentlich gleich kommen, durchschnittlich. Ah, na gut, Wohnfläche. Ja, aber Wohnfläche ist doch eigentlich genug da. Oh, hier sind schon mal alle Ressourcen drinnen. Das ist sehr praktisch. Sehr schön. Ja, die Juwelierswerkstatt... Die hätte ich ja gern eigentlich irgendwo in der City. Ne? Eigentlich würde ich die lieber gern irgendwo hier mit integrieren. Das ist mir... Ich meine, mit denen... Ich will die ja nicht an die Leute verkaufen. Ne? Das ist, sollte schon mal klar sein. Ja, hier wäre es jetzt nicht allzu weit. Ich weiß, hier wollte ich eigentlich mit dem Lager bauen, ne? Aber ich finde, das sieht halt nett aus. Voll klein, ne? So gegen diese ganzen riesengroßen Gebäude wirkt es halt gerade richtig mini. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich hier hinten hinhaben will. Aber ich finde halt so einen Juwelier. Oh, weißt du, was wir machen können? Wir können mit der Mod dran arbeiten. Unzureichende Behausung. Warum? Aber hier ist hier kein Platz mehr. Oh. Ah. Oh, ah, ah. Oh. Ja, da ist kein Platz mehr drin. Da hast du wohl recht. Dann... Schicken wir uns mal und bringen dir noch ein kleines Plätzchen. Dann sollen wir das doch wieder machen. Das ist das andere Häuschen gewesen, ne? Aber sieht das auch gut aus, wenn ich das hier hin mache?
Weißt du was, hier machen wir es ganz anders. Hier machen wir... hier geht auch die platzierbaren Häuser, ne? Genau. Na, fast. Das sind nämlich bloß zwei, weil eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viel Platz in den Häusern. Das ist bloß die Überlegung. Na gut, das wird halt hier nicht so gut funktionieren, ne? Selbst wenn ich den Baum jetzt nochmal wegmache, sieht es dann komisch aus. Achso, es muss andersrum stehen. Noch schlimmer. Na gut, wir könnten natürlich hier ein Stück weit sagen, okay, wir erweitern hier nochmal ein bisschen mit dem Zaun. Was bist denn du, Bauer? Jetzt muss ich mal schnell schauen. Du arbeitest hier. So, wer ist denn hier drinnen? Das ist die Frage. Weil sonst gucken wir mal. Was bist du? Okay, gut, die sind halt alle doch sehr nah dran, ne? 19 Meter. 63! Du fliegst raus. Du hast hier nichts zu suchen. Das ist ganz unlustig. Ah ja, siehst du, schon erledigt. Okay, also wir brauchen... wir brauchen kein Haus hier auf dem Bauernhof, sondern wir brauchen vorne beim Marktplatz brauchen wir Häuser. Okay, kein Problem. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, kriegen wir total gut hin. So, halt. Dann können wir hier nämlich... nee, können wir nicht, ne? Können wir das hier nochmal nehmen? Ja, ich weiß schon, dass das eine unzureichende Behausung ist. Das ist mir schon klar. Das hast du ja gerade gesagt und ich bin ja dabei, ne? Ich bin ja dabei. Mir gefällt es hier eigentlich immer ganz gut, wenn es so ein bisschen mit integriert ist. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie das dann hinten ausschaut. Eigentlich müsste man das so machen, ne? Gerade so. Und vielleicht drehen wir es einmal in die andere Richtung. So. Ah, jetzt ist es nicht so gut geworden. Warte mal. Eigentlich schon eher so, aber es ist schon schief, ne? Im Gegensatz zu dem. Warte mal, jetzt gucken wir mal. So. So müsste das eigentlich gehen. So, jetzt schauen wir mal. Fenster ist frei. Super. Untere Fenster ist auch relativ frei. Dann machen wir das nämlich hier hin. Und dann haben wir hier nochmal vier Plätze frei. Ich denke, das werden wir auch brauchen, ne? Das werden wir auch brauchen. Oh, ich freue mich schon, den Garten zu bauen, ne? Vier Dorfbewohner, das ist super. So, pass auf, jetzt machen wir einmal hier. Da kommt dann Brot hin, genau, das wollte ich ja. Hier, ja, hier haben wir, ne? Hier ist Kapazität, passt. Genau, so. Achso, Luxus. Ja gut, Luxus brauche ich jetzt hier noch nicht. Das muss dann erst kommen. Da muss ich dann auch aufpassen, wenn ich befördere, dass wir dann auf alle Fälle dort auch noch die Luxusgüter freischalte. So, hier ist schon mal Salz, dann kommt hier der Dorfbewohner hin und hier kommen einer erstmal rein, weil ich bei der Glasbläserei noch jemanden brauche. So. Genau. Ach, der braucht Kohle. Na ja, gut, aber der Weg zur Kohle, das ist jetzt... ist okay. Ist akzept. So. Okay, gut. Ich würde sagen, dann ist ja heute doch so einiges geschafft und passiert. Ich bin zufrieden. Ja. Doch, hier wird ordentlich Brot verkauft. Das ist super. Sehr schön. Hier ist auch alles.
Tutti kompletti. Hier ist auch alles gut. Sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, ja. Bleibt schön gesund und munter. Schaut doch mal im Discord vorbei. Im Moment ist es relativ ruhig. Es ist ein bisschen schade. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Foundation. Ja, bis bald und ciao, ciao.